Hallo Leute und herzlich willkommen zur letzten Lektion des Booking-Kurses. Hier geht es jetzt um die Verhandlungen, also wenn ihr schon wisst, welche Gage ihr denn haben möchtet und das alles genau ausgerechnet habt, dann geht es jetzt als letztes noch in die Verhandlung, die hoffentlich für euch positiv ausfallen wird, nachdem ihr diese Lektion durchgearbeitet habt. Ja, wenn du weißt, wie viel du verlangen kannst, weil du eben auch weißt, was deine Konkurrenz so verlangt oder eben was halt generell üblich ist für derartige Veranstaltungen, dann solltest du auf jeden Fall auch sagen, wie viel Gage du haben möchtest und du legst vielleicht noch einen kleinen Puffer drauf, denn eben verhandelt wird immer und so setzt du ja dann auch als erstes den Ankerpunkt, an dem sich die ganze Diskussion orientiert. Denn wenn du eigentlich weißt, was du bekommen könntest, wenn du eben weißt, 500 Euro sind schon gerechtfertigt, sagst aber nichts und wartest ab, bis dein Gegenüber einen Vorschlag macht, der dann aber deutlich geringer ausfallen wird, sagen wir jetzt einfach mal 200 Euro, dann wird es schon sehr, sehr schwierig werden, dein Gegenüber auf diese 500 Euro hochzuhandeln. Wenn du aber als erstes hier reingehst, weil du auch weißt, eben, dass das gerechtfertigt ist, dann wird es deinem Gegenüber natürlich auch schon sehr unangenehm sein, zu versuchen, deine Gage auf 200 Euro zu drücken. Also deswegen insofern, wenn du weißt, was du verlangen kannst, dann tu es auch. Wenn du keine Vorstellung hast, weil du eben vielleicht noch nie auf so einer großen Veranstaltung aufgelegt hast oder in dieser Gegend noch nie, warum auch immer, dann warte erstmal ab. Denn hier hast du sonst den Nachteil, dass du vielleicht sagst, ja, ich hätte gern 500 Euro, aber vielleicht hätte der Veranstalter von sich aus dir schon 800 Euro gegeben und so hast du jetzt dann 300 Euro verschenkt und du wirst es ja auch niemals erfahren, weil dein Gegenüber ist logischerweise nicht so blöd und sagt dir, ah ja, eigentlich hätte ich dir 800 gegeben, aber okay, jetzt bekommst du halt 500, sondern dann wird er einfach kommen, ja, okay, machen wir, fertig. Das merkst du dann eben daran, dass nicht mehr verhandelt wird, dass du da vielleicht noch hättest eigentlich mehr rausholen können, aber dann ist es zu spät. Weil wenn hier dann an der Stelle noch jemand einhakt und sagt, ja, nee, ich will jetzt eigentlich doch noch mehr haben, dann ist das auf jeden Fall extrem unprofessionell und wird logischerweise auch nicht gern gesehen. Du solltest auf keinen Fall die Mitleidstour versuchen, von wegen, du hattest schon so lange keinen Gig mehr und du hast dir so viel Mühe gegeben und du bist so viel besser als die Konkurrenz. Denn das interessiert den Veranstalter eigentlich alles nicht. Das sind keine Argumente, die ihn wirklich interessieren. Hier geht es eher darum, dass du so argumentieren solltest, eben, dass du viele Leute in den Club ziehst, dass du eben eine starke personenbezogene Marke hast und so weiter, dass du vielleicht tolle Produktionen hast. Das sind eben eher Punkte, die den Veranstalter interessieren. Aber nicht, dass du dir vielleicht doch gerade vor kurzem eine große Glotze gekauft hast und deswegen auch noch ein bisschen mehr Gage brauchst. Sei auf jeden Fall realistisch. Eben orientier dich, wie vorhin schon beim Punkt gesagt, an deiner Konkurrenz oder deinen Kollegen auch hoffentlich und besprech dich da, was die so an Gagen bekommen. Mach dich schlau, was generell auf derartigen Veranstaltungen gezahlt wird und dann hast du auch eine gute Ausgangsgrundlage, anhand derer du argumentieren kannst. Unrealistische Honorare sind einfach nur unprofessionell und peinlich, da wird sich eher über dich lustig gemacht, was du denn denkst, wer du bist, warum du hier so viel Gage jetzt dann auf einmal verlangen möchtest und so wirst du auf jeden Fall nicht an den Gig kommen und dich sogar eher noch ja, disqualifizieren für zukünftige Veranstaltungen. Deswegen, man kann gerne hier ein bisschen über das Marktniveau gehen, weil ja auch noch verhandelt wird, aber wer hier exorbitante Vorstellungen hat, der macht sich keine Freunde und stellt sich hier eher selbst ein Bein. Du solltest dir für diverse Szenarien, also sei es jetzt zum Beispiel, wenn eine Festivalanfrage kommt oder eine von einem Club oder eben eine für eine Hochzeit oder eine Anfrage für eine so und so große Firmenfeier, dann solltest du wenigstens schon so grobe Ankerpunkte haben, in welcher Richtung sich die Gage bewegen soll. Denn wenn mal eine Anfrage schönerweise reinkommt und die Person schon am Telefon ist und es dann darum geht, wie viel Gage du möchtest und du dann sagst, ja, einen Moment, ich muss jetzt erstmal meinen Taschenrechner rausnehmen oder legst auf und rufst später nochmal an, dann kann es unter Umständen schon zu spät sein.
Und hier ist es natürlich auch eher unprofessionell, wenn dein Gegenüber mitbekommt, dass du eigentlich gar nicht so recht weißt, wie viel Gage denn du haben möchtest. Und insofern solltest du dir hier schon vorher genau Gedanken machen, was ist das für eine Veranstaltung, wie viel Gage kann man dort verlangen und das Ganze eben auch realistisch begründen. Niemand sollte sich unter Wert verkaufen. Insofern man dann hier ja mit dieser Vorstellung nicht ganz d'accord ist, dann solltest du natürlich schon höflich darauf bestehen, dass es auch aus diesen und jenen Gründen Sinn macht. Deswegen sollst du dir auch einen Kopf machen, dass du das Ganze eben vertreten kannst. Und so kommt man dann auch normalerweise eigentlich zu einer Einigung, weil dein Gegenüber ja auch versteht, dass diese Argumente eben realistisch und handfest sind und nichts aus der Luft gegriffen ist. Hier noch ein Tipp für unsere Mobile-DJs vielleicht eher, denn die haben viel Möglichkeiten, hier verschiedene Varianten noch zusammenzustellen. Ihr könnt 3 Pakete schnüren sozusagen, also Angebotspakete. Und das erste sollte ein sehr, sehr günstiges sein, mit einer sehr ja, puristischen Ausstattung, mit einem kleinen Service, natürlich auch für einen kleinen Preis. Aber üblicherweise werden eure potenziellen Auftraggeber dieses Paket nicht nehmen, weil es ihnen zu schlecht, zu klein und nicht umfangreich genug ist. Dann macht ihr noch ein zweites Paket, das auf jeden Fall schon solide ist von der Leistung. Das ist ein gutes Angebot und das passt soweit. Der Preis ist natürlich auch schon deutlich höher als bei dem günstigeren, aber man bekommt ja auch etwas dafür. Und das letzte Paket ist im Prinzip das Paket, das umfangreicher ist, also das zweite, mit noch einem Extra. Das heißt jetzt noch mehr Equipment, mehr Leistung, eben ihr spielt länger, es gibt noch eine Showeinlage, was auch immer. Also ihr nehmt das zweite Paket und setzt nochmal einen drauf, aber nicht zu krass. Also der Abstand zwischen dem zweiten und dritten Paket darf nicht zu viel sein. Vielleicht sagt ihr, okay, ich packe noch ein paar extra Boxen ein oder eben wir spielen noch ein Spiel extra oder ich lege nur noch 2 Stunden länger auf. Also etwas Kleines, was es auch wert ist, den Preis des Paketes anzuheben. Aber eben, das muss noch relativ nah an dem zweiten Paket dran sein. Denn der psychologische Gedanke dahinter ist, dass dein potenzieller Auftraggeber das erste Paket direkt rausschmeißt, weil es für ihn ja uninteressant ist. Und bei dem zweiten und dritten dann abwägen muss, welches nehme ich denn jetzt eigentlich? Ist das zweite Paket ja schon gut, aber für etwas weniger Aufpreis bekomme ich dann eben auch noch mehr Leistung. Und so führt es im Endeffekt dazu, dass eben dann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, das Ganze ist auch wirklich bewiesen, das dritte Paket genommen wird und ihr so natürlich dann auch wieder mehr Umsatz und auch hoffentlich mehr Gewinn macht. Ihr könnt zum Beispiel auch dem Veranstalter, wenn es hier noch zu Unstimmigkeiten kommt bei der Gage, entgegenkommen bei Punkten, die ihn mehr kosten würden als euch. Also zum Beispiel könnt ihr eben noch extra Equipment mitbringen, für das ihr nichts zahlen müsst, weil ihr es eh schon habt oder das ihr sehr günstig leihen könnt und der Veranstalter müsste es aber deutlich teurer leihen. Insofern ist es für ihn ja mehr wert als für euch und so haben wir mal ein kleines Beispiel aufgesetzt, denn wenn es eben an die Gageverhandlungen geht und ihr sagt dann einfach, ihr hättet gerne 200 Euro, dann sagt euer Veranstalter, nee, das ist mir zu teuer. Und dann sagt ihr, ja gut, dann gehe ich halt runter, machen wir 150. Der Veranstalter ist einverstanden. Gut, wir machen den Deal. Also somit habt ihr 150 Euro Gewinn. Das ist natürlich jetzt ein sehr, sehr simples Beispiel. Aber wir wollen es hier nur mal grob veranschaulichen. Und so verlaufen ja die meisten Verhandlungen um die Gage. Insofern es hier eben zu Unstimmigkeiten gibt, versucht man einfach nur im Preis hoch und runter zu gehen. Und irgendwo trifft man sich dann. Cleverer ist es aber, wenn du das Ganze so gestaltest, dass du eben auch wieder vorschlägst, okay, ich hätte gerne 200 Euro Gage, dann sagt der Veranstalter wieder, nee, das Ganze ist mir zu teuer, so viel Geld habe ich nicht. Und dann sagst du aber, okay, wir bleiben bei 200 Euro, dafür bekommst du aber noch was extra. Zum Beispiel eben hier eine Lichtorgel oder vielleicht ist es was mit der PA, was auch immer es ist, das musst du dann eben rausfinden, was du hier noch extra bieten kannst. Sagst dann eben, okay, es gibt noch was extra und der Veranstalter stimmt zu. Die Kosten für das Licht werden jetzt in unserem Beispiel hier beispielsweise 20 Euro. Das heißt also, du hast
im Endeffekt 180 Euro Gewinn gemacht. Das sind noch 30 Euro mehr als bei dem schlechten Beispiel. Und für den Veranstalter kann es aber sein, dass er die Lichtorgel noch bei jemand anderem hätte leihen müssen für deutlich mehr Geld oder er müsste sie kaufen und dann wäre es natürlich noch teurer für ihn gewesen. Und insofern macht es für den Veranstalter Sinn, dass er hier noch was extra bekommt, für das er eben verhältnismäßig auch nicht viel mehr extra zahlen muss. Und du hast es ja auch im Angebot, kannst es bieten, dich kostet es auch nicht so viel und im Endeffekt hast du dann hier noch eine deutlich höhere Gage. Also, das ist wie gesagt natürlich jetzt alles sehr grob, aber wir möchten, dass ihr das Prinzip dahinter versteht, denn es ist ja sehr individuell, was ihr hier noch als extra drauflegen könnt. Das kann sein, dass ihr hier vielleicht noch am Technical oder Hospitality Rider was verändert oder eben ihr bringt extra Equipment oder ihr legt länger auf oder hier sind ja wirklich keine Grenzen gesetzt. Ihr müsst euch einfach nur was Gutes überlegen, was der Veranstalter gebrauchen kann, was wirklich Nutzen stiftet und was den Veranstalter auch höchstwahrscheinlich mehr kosten würde, als es euch tut, wodurch ihr dann unterm Strich wieder mehr Gewinn rauszieht. Man sagt ja auch oft so schön, man vergrößert den ganzen Kuchen im Prinzip und so bekommen dann ja alle mehr ab. Deswegen hier auf jeden Fall noch ein kleiner cleverer Tipp. Und jetzt habt ihr auf jeden Fall mal viele Möglichkeiten, bei denen ihr ansetzen könnt, um eure Gage ja ordentlich zu vertreten und auch die Gage zu bekommen, die ihr auch wirklich verdient habt. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, darfst du uns gerne eine E-Mail schreiben. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.